Elvis in Action, wie man ihn leibt und lebt. Eine Anzeige gegen Polizisten führt meist zu einer Gegenanzeige. Okay. Wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte. Das soll zukünftig mit mindestens 3 Monaten Haft bestraft werden. Das ist aber kulant, finde ich. Das Ganze ist von der Antifa in Berlin. Das Blöde ist, auch da hat schon irgendwer gekrätselt, also kann ich leider nicht lesen, was drüber steht. Aber 3 Monate finde ich kulant. Hätte ich schon härter betitelt. So, da überbietet man nichts, was irgendwie wichtig war, weil das eh schon runtergerätselt ist. Ein Nein zu FVDB. Da hätte ich doch dann einmal gesagt, wenn wir schon so nett versorgt worden sind mit neuen Sachen, dann bringen wir die natürlich auch an den Mann. Und wenn wir da ja auch unmittelbar in der Nähe zu einer... Darf man jetzt eigentlich Mumie sagen, laut dem neuen Urteil? Naja, ich glaube, dass da erst einmal ermittelt wird und da gibt es noch kein Urteil. So schnell ist ja der Rechtsstaat nicht. Aber soweit wir ja heute kurz überflogen haben, als wir bei dir im Epizentrum des Wahnsinns gesessen sind, haben wir ja festgestellt, dass der betroffene Herr, sprich der schweigende Sascha, höchst selbst eine Strafverfolgung oder eine Anzeige ablehnt, was ja eigentlich recht, also steht er dazu, kulant ist. Naja, der augenscheinliche Punkt, den ich hier an dieser Stelle anbringe, ich glaube nicht, dass er dazu steht. Also das mit der Selbsterkenntnis hätte ich dann falsch verstanden. Nein, ich glaube nicht, dass er dazu steht, aber ich glaube, dass er diesen Titel ja jetzt nicht nur von einem Herbert Kickl ertragen musste, sondern dass hier auch viele Leute in den sogenannten sozialen Medien, die sich meistens dadurch hervortun, nicht besonders sozial zu sein, ihn schon so betitelt haben und dergleichen. Naja, die Frau Nehammer ist da schon härter. Ich wollte gerade sagen, und wenn er jetzt anfangen würde, das alles strafrechtlich verfolgen zu lassen, dann bräuchte auch er einen Verfassungsrichter wie den Herrn Rami, der sich nicht weiter erblödet, als Verfassungsrichter dagegen Bürger zu klagen oder vorzugehen. Und ich glaube, es würde seiner Sympathie weiter abträglich sein und deswegen macht man das halt vielleicht jetzt nicht. Beziehungsweise er müsste dann so viel sagen und reden. Und der gute Van der Bellen ist ja Sascha der Schweigsame und deswegen würde er da vielleicht gar nicht so viel reden wollen und deswegen ist das so. Wurscht, du hast jetzt da ein bisschen Restaurationsarbeit betroffen. Der Roman macht jetzt einmal die Red Bull-Dose leer, entsorgt die ordnungsgemäß, weil wir Gott sei Dank noch keinen Dosenpfand haben. Wir steigen wieder aus und wir steigen dann wieder ein, wenn es was gibt. Bis gleich. Achtung, Achtung, Betrugsmasche, Polizeibeamte. Bitte beachten Sie, die Polizei ruft Sie nicht an und fordert Geld von Ihnen. Hast gehört, Roman? Erkundigt sich nicht über ihr Vermögen, hast gehört, Roman? Und kommt nicht, und den letzten Punkt hat der alte Mann schon wieder nicht gelesen. Das war jetzt schon wieder zu langsam, aber das kommt eh gleich wieder. So, bitte beachten Sie, die Polizei ruft Sie nicht an und fordert Geld von Ihnen, erkundigt sich nicht über Ihr Vermögen, kommt nicht zu Ihnen nach Hause, um Ihr Vermögen mitzunehmen. Ja, das macht der Gerichtsvollzieher. Bei dir haben sie schon angerufen. So, damit hätte ich gesagt, sind wir jetzt wieder raus. Denn wir schauen jetzt auf die 2. Staffel von Shakespeare. Ich wollte gerade sagen, wir machen dann gleich einen Einstieg, wenn wir durch sind. Baba! Ja, der Roman hält fest, wir sind mitten in der Dunkelheit, obwohl hier eine Ausstellung unter dem Titel Aus der Dunkelheit läuft. Er hat schon festgehalten, wir stehen zum 2. Mal am heutigen 1. März vorm Shakespeare. Soeben läuft an uns vorbei das hübsche junge Gesicht der MFG. Falsch, alles zurück, du schneidest das raus.
Die Frau Wagner war das. Genau, von Wir sind Salzburg. Und der Grund dafür ist, dass wir jetzt hier noch einem kleinen Verkehrskonzept-Talk beiwohnen. Also ihr wisst schon, Salzburg hat ja seit den Massopuschzen Blumenkisterl, Kreisverkehre gebaut und wegen angefahrener Radfahrer rückgebaut. Wir haben ein U-Bahn-Konzept, wir haben eine Stadtseilbahn erwogen, wir haben eine blaue Zone, wir haben Poller und wir haben kein Loch im Berg ausgebaut und wir haben trotzdem viele Garagen in der Stadt und wir haben, da haben wir so einen blauen Automaten, so eine blaue Zone und wir haben, ja, ganz viel Verkehrsgelumse, das sich als Verkehrskonzept verkauft. Ich persönlich komme in meinen knapp 50 Lebensjahren, die ich in dieser Stadt wohne und unterwegs bin, nicht erinnern, dass das irgendwann einmal so richtig funktioniert hätte. Aber wir schauen uns das einfach jetzt einmal an, was es hier heute Schönes zu berichten gibt. Es geht dabei vorrangig um den S-Link. Vorher schaue ich mir aber noch diesen schönen blauen Automaten an, weil da steht nämlich drauf, wie lange man da in der blauen Zone sein muss. So. Somit hätten wir aber dennoch alles gesagt, sodass wir mal Batterie sparen. Ne? Ja, wir schauen einmal ganz kurz rein. So, Gebührenpflicht von 9 bis 19 Uhr. Ja, jetzt sind wir einfach einmal ganz mutig und gehen davon aus, dass der wegen 10 Minuten nicht vorbeikommt und straft. Bei meinem Glück ist das natürlich anders. So, und dann schauen wir uns noch aus. Roughneck Riot. Ah. Gegenlicht. Punkrock. Genau. Am 5.12.2022. Ja, ich hätte einmal gesagt, das ist schon ein bisschen vorbei. Das Gegenlicht. Ja, alles gut. Dann gehen wir einfach einmal rein und hoffen, dass wir Glück haben und der Parksheriff nicht, Glockenschlag haben wir ja schon, nicht noch final aktiv ist. So. Gut, anlegen. Ja, einen schönen guten Abend hier im Lokal Shakespeare. Mein Name ist Gertl Neubauer, der eine oder andere kennt mich schon. Wir haben heute drinnen, glaube ich, eine sehr gute Pressekonferenz abgehalten zum Thema, wir treten an zur Landtagswahl im kommenden April. Ich darf vorweg Gerhard Böttler entschuldigen, der ist leider krank geworden am Nachmittag. Er kann leider nicht kommen, es kann passieren und ich sage, das soll er jeder mal in seine Ruhephase haben. Jo, es ist eine sehr, Entschuldigung, sehr viele zwei besondere Menschen begrüßen, war die Presse unter uns, die zwei Vertreter von Crypto TV, zum einen den Roman und den Ritchie. Herzlich willkommen, die waren auch heute bei der Pressekonferenz. Dankeschön, Dankeschön, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, super. Ja, zunächst einen herzlichen Dank, Wolfgang, an dich, dass wir an deinen freien Tag da rein dürfen. Super Gäste von dir. Und auch, glaube ich, mal eine ganz andere Location, eine super Location aus meiner Sicht, weil, ja, sich in der Serie, glaube ich, haben wir eh nicht mehr so viel und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ambiente, passt genau zusammen für diesen Vortrag. Ja. Wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt intensive Wochen hinter uns gebracht. Ein Teil vom Team, wir sind Salzburg, ist eh anwesend. Jeder hat sich zu seinen Zeiten eingebracht, damit wir die nötigen Unterstützungserklärungen endlich beieinander haben. Und siehe da, also wir waren wirklich überwältigt, weil wir haben eigentlich keine Struktur noch aufgebaut in Salzburg. Und wir haben trotz allem, dass es zuerst ein bisschen schwierig ausgestellt hat, mehr als Doppelte erreicht. Also das ist, glaube ich, schon erwähnenswert. Mhm. Mit keiner Struktur, weil wie gesagt, andere Parteien haben halt Strukturen. Da kann man, glaube ich, ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Ist ja natürlich auch die finanzielle Hintergrund ein bisschen besser und dann haben die Leute motivierter. Wir haben das alles ehrenamtlich gemacht. Auf das bin ich stolz und das werden wir uns auch beibehalten. Ja, und wie gesagt, wir haben den ersten großen Teil hinter uns gebracht. Ich glaube, mit Bravour. Und praktisch mit heute startet aus unserer Sicht auch Die Wahlphase, wir sagen bewusst nicht Kampf, weil Kampf einfach ein negativ besetztes Wort ist. Die Wahlphase startet und wir haben jetzt gleich, glaube ich, ein sehr interessantes Thema ausgesucht.
Das ist Verkehr, Verkehrslösungen vor allen Dingen für Stadt, für die Umgebung von der Stadt Salzburg. Und ich habe da, glaube ich, einen sehr profunden Kenner der Szene und auch sogar mal einen Mann an unserer Seite, der, glaube ich, ein sehr interessantes Konzept geschrieben hat. Das ist diese sogenannte regionale Stadtbahn. Und ich darf herzlich begrüßen in unserer Mitte Herrn Gottfried Meyer. Warum macht man das? Es könnte also sein, dass wir nicht nur kritisieren, was andere Parteien in den letzten Jahrzehnten verbucht oder versaut haben. Das werden wir heute ausdrücklich oder eindrücklich hören von Gottfried, was da schiefgelaufen ist, auch verkehrsmäßig, sondern wir wollen auch Lösungen anbieten. Und das war aus unserer Sicht eine Lösung. Wir lassen da Menschen aus dem Salzburger Raum und wie auch immer die sind, auftreten, damit wir einfach wirklich gute Lösungen für die Menschen da präsentieren. Vielleicht auch kostengünstigere Lösungen. Weil alle wissen wir, der S-Link ist ja nicht unweit von da, war ja dieser Anschlag aus meiner Sicht geplant, wieder ein Milliardenloch, wo wir da nicht rauskommen. Letztendlich wissen wir, wer das zahlen wird, wie in den letzten 3 Jahren, wenn sie nicht rauskommen mit Geld, dann zahlt es eben. Ja, das sind meistens die normalen Bürger. Und das müssen wir, glaube ich, ein Stück weit verändern in dem Land. Wir müssen ja ein bisschen da ins Lenkrad greifen, das tun wir. Und ich glaube, ich bin zuversichtlich, mit eurer Hilfe, mit eurer Unterstützung, werden wir einiges zu wegen bringen. Gut, Gottfried, ich darf dich jetzt bitten für deinen Vortrag. Er muss dann, oder mir gleich gesagt, er muss dann weg nach München raus. Deshalb schauen wir, dass wir gut durch die Runden kommen. Und auch hernach dann gibt es Fragen. Gerne stellen auch bezüglich der ganzen Bewegung. Wir sind Salzburg, wir sind für alles offen. So, danke. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Gottfried Meyer. Ich bin Obmann Stellvertreter des Vereins zur Förderung der Regionalstadtbahn Salzburg Bayern Oberösterreich. Ein sehr sperriger Name. Ich möchte Ihnen heute unsere Tätigkeit vermitteln, die in der Öffentlichkeit nicht ganz so bekannt war. Wir haben 2010, 2013 ein Verkehrskonzept für Salzburg und das angrenzende Berchtesgadener Land entwickelt für den öffentlichen Verkehr, haben dann eben mit den bayerischen Gemeinden zusammen diesen eben erwähnten Verein gegründet. Es waren damals dabei 39 Gemeinden und Bürgermeister in dem Verein. Und wir haben dieses Verkehrskonzept, das wir also niedergeschrieben haben, zu einer Studie geführt. An dieser Stelle jetzt noch mein Dank für die Einladung an Wir sind Salzburg, dass wir das da präsentieren dürfen. Und eine gute Besserung dem Gerhard Böttler. Wer sind wir? Wir sind ein Verein, ich muss leider sagen, gewesen, durch politische Intervention ist er geschrumpft und haben diese sogenannte ERB-Studie, 2015 ist sie fertig geworden, umgesetzt. Die Studie hat damals 1,1 Millionen Euro gekostet. Wir haben von der Europäischen Union 50% Förderung bekommen. Sie sehen hier auf dieser Karte, welche Gemeinden mitgezahlt haben. Erstmals in Österreich überhaupt hat eine Gemeinde an so einer Studie mitgezahlt. Das war noch nie der Fall. Ich bin damals gefragt worden, auch von unserem Obmann, der damalige Bürgermeister Martin Kreisberger, ist und war oder ist noch immer Obmann, hat mich gefragt, ja, wie willst du das machen? So wie Martin, ganz einfach. Einwohnerzahl dividieren und dann kommt pro Einwohner 38 Cent heraus. Und ich denke, jede Gemeinde, jede Stadt sollte diese 38 Cent für ein Konzept übrig haben. Wer es nicht übrig gehabt hat, sehen Sie hier die paar Finanzierungen abgelehnt, Gemeinden, darunter damals die Stadt Salzburg, die am meisten unter dem ganzen Verkehrsproblem, sage ich mal, sogar leidet, und der Bürgermeister Heinz Schaden. Ja, wir haben es trotzdem umgesetzt, es war dann auch noch eine kleine Hürde zu nehmen, es war die Kleinigkeit von 150.000 Euro offen, weder Land noch Stadt Salzburg wollten die Haftung dafür übernehmen und
Der Martin Kreisberger und ich, wir haben simultan unterschrieben und dann haben wir 500.000 Euro privat haftend unterschrieben und dafür haben wir dann eben die EU-Förderung von 550.000 Euro bekommen. Ja, ich möchte heute versuchen, Ihnen klarzulegen, was eigentlich ist unser Verkehrsproblem im Zentralraum und in der Region und möchte Ihnen Lösungsansätze zeigen, die alternativ zum S-Link sind. Die Katze ist jetzt aus dem Sack heraus, soll bis zu 3 Milliarden kosten. Für mich ist immer noch offen, was stellen denn diese 3 Milliarden dar? Ist es der Rohbau oder ist es schlüsselfertig, betriebsfertig? Beim Tiefbahnhof, wenn Sie sich erinnern, in den 1990er Jahren, da hat man gesagt, kostet eh nur, Anführungszeichen, 300 Millionen Schilling. Gekostet hat er dann 600 Millionen. Ein Bürgermeister, der Harald Lettner, ist zurückgetreten und die Stadt Salzburg, sprich der Steuerzahler, haben die zweiten 300 Millionen aufgebracht. Hätte man damals schon die 600 genannt, dann hätten sie wahrscheinlich keinen Beschluss gekriegt. Und da stelle ich jetzt gleich zu Anfang die Frage, was stellt die Summe von 3 Milliarden wirklich dar? Ich habe zuerst von der Projektdarstellung geredet, von dem Konzept, das wir aufgestellt haben. Ich habe mich da hingesetzt und habe als Autor das geschrieben. Können Sie auch auf unserer Homepage abrufen. Aufgrund dieses Konzeptes ist die Euregiobahn-Studie gemacht worden, die ich vorher erwähnt habe, um 1,1 Millionen. Die ist also 2015 fertig geworden und ganz flugs in den Schubladen der Ämter oder der Politik verschwunden. Ich habe daraufhin noch zwei Konzepte geschrieben, 2018 und 2019, für die Querungsmöglichkeiten zum Beispiel der Innenstadt Salzburg, aber eben nicht als Untergrundbahn oder als Tunnel, sondern eben oberirdisch. Wir kennen also, und ich kenne persönlich sehr viele europäische Regionen, Städte, die solche Systeme haben. Salzburg braucht ein schlüssiges Gesamtverkehrskonzept, angefangen vom Fußgänger über das Fahrrad, Straße und Schiene. Dessen, glaube ich, sind wir uns alle einig. Die Machbarkeitsstudie, die ERB, hat das also beleuchtet. Was ist untersucht worden? Sie sehen hier das Untersuchungsgebiet, links die roten Strecken in Bayern, das sind die vorhandenen Eisenbahnstrecken im Freistaat Bayern. Die blauen Strecken auf österreichischer Seite sind die vorhandenen Eisenbahnstrecken in Österreich, die Westbahn von Wien kommen, die Mattigtalbahn, die Salzburger Lokalbahn von Oberndorf herein. Was Sie hier nicht sehen, ist die Strecke nach Hallein, die ist ja vorhanden, die sogenannte Gisellerbahn in Salzachtal, die war nicht Untersuchungsgegenstand und deshalb ist sie auch hier nicht eingezeichnet, aber Sie kennen sicherlich diese Eisenbahnstrecke alle. Sie kennen auch die S3, da hat man ja um über 400% Fahrgastzunahmen gehabt in kürzester Zeit nach der Eröffnung. Und Sie sehen hier die gelben Strecken, die Untersuchungsgegenstand waren. Einmal herein von Matze über Obertrum, Elixhausen nach Salzburg, dann von Monze über Dalgau, Eugendorf, Hallwang, Salzburg, von Ischl über Strobel, St. Gilgen, Fuschl, Koppel, Hofkoppel herein nach Salzburg und auf der südlichen Seite eben eine Strecke durch die Stadt in Richtung Hallein und nach an den Königssee. Wie ich es schon erwähnt habe, es waren auch bayerische Gemeinden mit dabei. Der bayerische Kreisrat hat am 15. Oktober 2015 sofort einen Beschluss gefasst, dass die Strecken in der Raumordnung reserviert werden. Das ist ja ganz wichtig, dass man das tut. Salzburg hat bislang nichts, leider nichts gemacht. Die Bayern waren wieder schneller. Es war auch eine kleine Geschichte, möchte ich noch erzählen. Wir sind nach München, damals war der Herr Seehofer noch Ministerpräsident. Wir sind dort bei der Regierung empfangen worden, damals von der Europaministerin Müller, hat sie geheißen, für EU-Fragen. Ich habe also unser Konzept vorgetragen und
es war ganz erstaunlich, wenn man es vergleicht mit den Vorstellungsgesprächen, die wir in Linz, Salzburg und auch in Wien hatten. Die Frau Ministerin hat sich das angehört und hat dann gesagt, meine Herren, Bayern ist dabei. Und so ist die Studie entstanden. An der Studie waren beteiligt das Land Salzburg, die Stadt Salzburg mit 30.000 Euro. Die 39 Gemeinden insgesamt haben dann letztendlich 59 Gemeinden mitgezahlt. Das Land Salzburg habe ich schon erwähnt, der Freistaat Bayern, die Euregio Salzburg und Berchtesgadener Land. Ja, und so haben wir das dann eben durchgezogen und die Studie ist also von 2013 bis 2015 hat das Ganze gedauert. Was ist untersucht worden? Durch die Stadt hat es also drei Varianten gegeben. Einmal eine oberirdische Variante, die sogenannte G1. Dann die unterirdische, etwas anders die Linienführung, als sie heute eben von Esslink verfolgt wird. Und eine halbunterirdische Variante vom Hauptbahnhof in die Imbergstraße und in der Imbergstraße oberirdisch zur Alpenstraße über den Volksgarten zur Alpenstraße hinaus Richtung Hallein. Die oberirdische Variante wollten sie partout nicht machen. Das war damals eine richtige Kraftanstrengung. Ich bin dann gefahren zu alle 39 Bürgermeistern und hab sie dazu bewogen, dass wir ein Manifest unterschrieben haben und dann siehe da, wurde es also doch untersucht, aber eben mit größtem Widerstand von Seiten des Landes und der Stadt. Warum, wissen wir heute, weil es ihnen natürlich jetzt total unangenehm ist, dass es etwas gibt, dass sie nicht mehr sagen können, die Leute, oberirdisch geht es nicht. Wie schaut es jetzt da wirklich aus? Die oberirdische Variante, Sie kennen alle den Tiefbahnhof, man würde also in dieser Variante am Kiesel auftauchen, über den Max-Ott-Platz herüberfahren am Kurhaus vorbei und über eine neue Brücke beim Müllnersteg und dann entlang der des Salzach-Ufers bis zur Akademiestraße und dann einschwenkend auf die Alpenstraße. In Millionenstädten funktioniert so ein System. In Salzburg wird es selbstverständlich auch funktionieren, aber die Politik will es halt nicht. Es wurde dann die Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt und da wurde dann schon angefangen zu manipulieren. Auch das hat wieder Riesenkraftanstrengungen gebraucht. Sie sehen es hier am zweiten Bild. Entschuldigung, da ist jetzt was falsch gegangen. Am zweiten Bild sehen Sie die unterirdische komplette Variante. Sie haben heute gehört oder vor kurzem gehört, es kostet das unterirdische Bauwerk rund 3 Milliarden. Und trotz Widerstand von uns hat man damals in der Kosten-Nutzen-Rechnung nur 490 Millionen angenommen für die Baukosten, weil natürlich von ganz oben, und ich sage es jetzt ganz offen, es war der Dr. Haslauer, der gesagt hat, es darf keinesfalls in der Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Studie die oberirdische Variante an erster Stelle gereiht werden, sondern der Tunnel, weil er halt den Tunnel will. Aber bitte schauen Sie sich diese, jetzt sage ich es ganz überspitzt, paar Netsch an, die da dazwischen liegen. Wir haben dann eine sensitive Betrachtung von allen drei Varianten erreicht, aber das war alles, ja, ich muss echt sagen, es war ein Kampf im Nachhinein. Wir haben immer drohen müssen mit dem Ausstieg etc. Es war wirklich eine beinharte Geschichte, aber es ist uns nicht gelungen. Wir haben damals schon gesagt, es muss mindestens in der Studie eine Milliarde für die U-Bahn angenommen werden. Sie haben es partout nicht gemacht. Was aber interessant ist, und Sie verwenden ja jetzt immer wieder das Argument, die ERB-Studie hätte ja die unterirdische Variante als an erste Stelle gereiht. Wenn Sie sich das im Detail anschauen, das will ich Ihnen aber jetzt nicht zumuten, nur da kurz, wenn Sie sich das im Detail anschauen, kleine Unterschiede nur, haben sofort ein 100% anderes Ergebnis gegeben. Komme dann noch drauf. Was hat die Studie noch ausgesagt? Alle vorgeschlagenen Regionalstrecken sind technisch machbar, sie sind notwendig und sie haben eine sehr hohe Verkehrswirkung. Das ist ja das, was wir eigentlich ja brauchen.
Wir haben ja jeden Tag unsere Staus. In der Früh herein und am Abend zurück in die Region. Auszug noch. Wir untersuchten Maßnahmen im Vollwarmnetz und die umfangreichen Maßnahmen im Light-Rail-Netz. So heißt es, die sind die gelben Linien, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe, sind technisch machbar. Die Maßnahmen haben eine hohe Verkehrswirkung und effektive Auswirkungen auf Umwelt, Klimaschutz, Sicherheit etc. Wir haben ja vom Verein fast 160 Kilometer Eisenbahnstrecken trassiert. Und 85% davon sind von den Fachleuten direkt übernommen worden. Das hat uns ein bisschen stolz gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Was noch ist, die Salzburger Lokalbahn wurde empfohlen, sie sollen von Volleisenbahn, die Lokalbahn ist ja eine sogenannte Volleisenbahn und ein Light-Rail-System, das erkläre ich nachher, was ist das eigentlich, ist eine Mischung aus Straßenbahn und Eisenbahn. Und da wird also von der Studie empfohlen, dass man dieses Betriebskonzept von der Lokalbahn umsteht. Was waren noch die Empfehlungen? Ganz große Empfehlungen der Studienersteller war, dass die Trassensicherungen gemacht werden. So wie es die Bayern schon eben wenige Monate nach Fertigstellung der Studie im Kreisrat des Berchtesgadener Land beschlossen haben, wäre auch immer unser Bestreben gewesen beim Land Salzburg. Die Bemühungen waren bisher leider umsonst. Und es geht sehr schnell, wenn wir das alles zubauen. Die nächsten Generationen werden das Verkehrskonzept nicht mehr umsetzen können. Ja, hier noch vielleicht ein kurzer Blick von den Kosten-Nutzen-Faktoren, von denen ich zuerst gesprochen habe. Also eine ganz marginale Veränderung der Baukosten haben gleich um ein Zehntel den Satz verändert. Eine standardisierte Bewertung, die in Deutschland vorgeschrieben ist für solche Projekte, in Österreich haben wir das nicht, sagt, Projekte sind dann umzusetzen, wenn zumindest ein Kosten-Nutzen-Faktor von 1 herauskommt. Wir haben überall 0,6. Aber wenn man die richtigen Baukosten und Betriebskosten ansetzt, dann ist eben die oberirdische Variante weit abgeschlagen von der unterirdischen. Ja, das habe ich gerade gesagt, das haben wir auch schon gehabt. Erstmals wurde eben, wie schon zuerst erwähnt, überhaupt eine oberirdische Variante durch Salzburg angeschaut. Und wenn man sich andere Regionen anschaut, ich nenne hier Freiburg im Breisgau, vor allem aber Karlsruhe oder Nizza, eigentlich in jedem Land, europäischen Land gibt es solche Beispiele, wie heute sowas gemacht werden kann oder wie es schon vor 30 Jahren gemacht worden ist, nur halt nicht in Salzburg leider Gottes. Eindeutig positiv ist der Kosten-Nutzen-Faktor für die oberirdische Stadtdurchbindung. Ein Kosten-Nutzen-Faktor zugunsten einer unterirdischen ist seriös nicht rechenbar. Und jetzt bin ich echt gespannt, was die Regionalstadtbahngesellschaft, die Eslink, ob die einmal eine Kosten-Nutzen-Rechnung überhaupt vorlegen. Wir sagen, es ist eine Partnerschaft der Regionen erforderlich. Wir brauchen ein Miteinander. Man kann nicht einfach die Gemeinden vor irgendwas, vor eine Entscheidung stellen. Die Gemeinden haben das, dort wird eigentlich das Verkehrsproblem, wird ja in der Region ausgelöst. Zieht man einen Kreis um Salzburg von 50 Kilometern, dann berühren wir damit, zählt man die genau in diesem Kreis beinhalteten Gemeinden zusammen, sind das 1,1 Millionen Einwohner. Rechnet man die berührten Regionen, sind es 1,6 Millionen. Und viele von diesen Menschen haben, und das sehen wir ja täglich, sonst hätten wir ja keinen Stau, ihren beruflichen oder auch privaten Lebensmittelpunkt im Großraum oder Zentralraum Salzburg. In der Früh herein, Nachmittag zurück. Was man noch wissen muss, bevor wir zum Projekt selbst kommen, es gibt Attraktivitäts- oder Akzeptanzgrenzen von Verkehrsmitteln. Sie können einen Zug hinstellen, sage ich einmal mit 100 Meter, und Sie können gleich viel in derselben Länge Autobusse hinstellen und Sie werden feststellen, dass Sie die Autobusse nicht füllen können und den Zug schauen. Das sind verkehrswissenschaftliche Untersuchungen, die sind weltweit gemacht worden. Das hat natürlich einen Grund, warum das so ist. Und Sie sehen eben hier,
Regionalstadtbahnen, S-Bahnen haben Akzeptanzgrenzen oder Modal Split-Zahlen von 47 bis 60. Karlsruhe zum Beispiel hat 47, Bern zum Beispiel hat bis zu 60%. Also 60 Menschen von 100, die dort mobil unterwegs sind, fahren in Bern mit dem öffentlichen Verkehr. Und das sehen Sie dann und merken Sie sowohl in Karlsruhe oder auch in Bern auf der Straße. Während ein Bussystem zwischen 8, 12, maximal 16% der Leute in den ÖV bringt. Das ist so. Und das wird man auch nicht ändern können. Und das ist eben eine wichtige Erkenntnis aus unserer Sicht. Wir behaupten, das Ganze ist keine Idee mehr, sondern bereits ein fachlich ausgefertigtes Projekt, Konzept. Das hat die Studie bewiesen. Wir sind staatenübergreifend, was ja auch sehr wichtig wäre. Wir haben doch bitte einen direkten Bezug zum Berchtesgadener Land. Wir alle fahren seit Kindheit noch Berchtesgaden, noch Reichenhall oder Freilassing, brauche ich glaube nicht erwähnen. Und deshalb sagen wir, es wäre halt auch ein tolles EU-Projekt und wäre hoch notwendig mit Bayern zusammen. Was sind die grundsätzlichen Parameter für Salzburg? Die Regionalpolitik hat in unserem Konzept die Entscheidungshoheit und nicht in Wien, das Verkehrsministerium, wo sie ein Jahr vorher einen Zug bestellen müssen, dass er fährt. Die Regionalpolitik soll entscheiden, gestalten und die Ziele vorgeben und die Regionalpolitik kennt die regionalen Bedürfnisse und Erfordernisse. Deshalb sagen wir, den Regionalverkehr, den müssen wir regional managen und nicht zentral von Wien. Wir haben damals im Jahr 2011 eine Bürgermeisterkonferenz organisiert in St. Leonhard. Es sind 50 Bürgermeister gekommen. Die Frau Burgstaller war damals noch Landeshauptfrau. Gekommen ist der Dr. Haslauer und man hat also dort dann beschlossen, die Studie sollte man machen. Ja, es geht nur gemeinsam, das wollen wir damit zeigen. Die Infrastruktur, auch noch ein wichtiger Punkt, gerade heute in unserem Erleben, was wir so mit den Energiefirmen und mit den Preisen etc. erleben, wir sagen, öffentliche Infrastruktur muss im öffentlichen Eigentum bleiben. Infrastruktur darf nicht an den Finanzmärkten verscherbelt werden. Das ist unser Kapital, das Kapital unserer nächsten, unseres und unserer nächsten Generationen. Auch die EU hat sogar für grenzüberschreitende Projekte ein Konstrukt geschaffen, das sogenannte EVTZ, ein europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit. Also es geht, andere Regionen können es grenzüberschreitend machen. Übrigens, Kaiser Franz Josef und der König von Bayern haben das schon einmal gemacht, was wir heute nichts anbringen. Es hat die Bahn gegeben, die rote elektrische vom Hauptbahnhof über Grödig, St. Leonhard an den Königssee über Berchtesgaden und da sind die Züge gefahren und sie konnten damals in der Kaiserzeit eine durchgehende Fahrkarte lösen. Und es gab sogar einen Speisebogen und sie haben es ganz einfach gemacht. In St. Leonhard ist der österreichische Kühlschrank zugemacht worden und der deutsche auf. Es war tatsächlich so. Also zu sagen, das geht heute nicht, ist eigentlich eine Schande. Die Bahn muss zum Kunden kommen. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie wohnen, wo sie arbeiten und wo sie die Freizeit verbringen. Dann werden wir Erfolg haben in Richtung Verkehr. Hauptsächlich ist eben der Arbeitsverkehr, der uns im Genick liegt. In Längsrichtung Schienen, Querverkehr, Busse kennen alle unsere Regionen. Wir haben Hauptachsen. Die Grafik hier soll kurz darstellen, was wir damit meinen. Wenn wir jetzt die Matzeer Strecke nehmen, Sie haben dort die Bundesstraße von Matze in Richtung, von Mattighofen kommen in Richtung Salzburg. Das heißt also, die Orte werden berührt. Mit dem Light-Rail-System können Sie direkt in die Orte hineinfahren. Über Land ist man Eisenbahn, aber in den Ort hinein ist man Straßenbahn. Man erspart sich dadurch teure Parallelverkehre mit dem Bus und die Querverkehre zwischen den Orten werden vom Bussystem bedient. Dasselbe ist
Die Westbahn zeigt es ja schon, da gibt es ja die S-Bahn, wobei der S-Bahn und Light Rail ja ein Unterschied ist, den ich gleich zeigen werde. Wer die Region rettet, bewahrt die Stadt vor dem Verkehrskollaps. Die Probleme des Zentralraumes entstehen eben in der Region. Und deshalb sagen wir, den Agglomerationsverkehr müssen wir verlagern. Wir müssen die Leute draußen in der Region abholen, die, ja, jetzt sage ich es ganz salopp, mit dem Aktenkoffer ins Auto steigen und alleine in die Stadt fahren. Dann haben wir viel gewonnen. Andere Regionen, wie gesagt, machen es vor. Und das sind eben diese roten hier, die roten Pfeile, die auf den Zentralraum zulaufen. Die Stadt leidet aber auch unter dem Binnenverkehr. Es ist ganz interessant, wenn man Systeme anschaut, die Städte anschaut, die solche Systeme eingeführt haben. Es haben sich komplett die Verkehrsströme verlagert dadurch. Also es ist auch schwer, das vorauszusagen, so wie auch dazu. Ja. Aber wenn man jetzt von allen Richtungen, die wir haben, ein attraktives Verkehrsmittel haben, dann werden wir auch Erfolg haben. Die Antwort ist eben das Light Rail System, Transitsystem, das ich Ihnen gleich zeigen werde, was es ist. Sie kennen alle eine S-Bahn, das ist eine Volleisenbahn. Und wenn Sie sich die S-Bahn jetzt nach Kolling zum Beispiel vorstellen, wir haben Gott sei Dank in der Stadt mehrere Haltestellen, die sehr gut frequentiert sind, aber dann macht es große Sprünge und deshalb braucht man über Oberalm und Niederalm parallel dazu einen Busverkehr. Mhm. Beim Leitrail-Transitsystem ist es so, dass wir eben, wie zuerst erwähnt, innerorts eine Straßenbahn sein können und Volleisenbahn, das heißt, wir können die gleichen Haltestellenabstände bedienen wie der Bus, sind aber attraktiver, weil wir meist auf einer Trasse fahren. Und deshalb sagen wir, die Bahn muss zum Kunden kommen. Und Sie sehen hier ein paar Fotos. Zum Beispiel, das ist Karlsruhe hier, ein Kurort im Schwarzwald. Da fährt die Bahn direkt hinein. Dort sind die Haltestellen, da steigen die Leute ein. Wie beim Bus, aber eben als Bahn. Oder da, Sie sehen links Amsterdam, verschiedenste Orte, die ich da selbst in Europa auch angeschaut habe. Das ist zum Beispiel Karlsruhe wieder, das Karlsruher System. Die Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes ist ein dynamischer Prozess. Sie alle kennen die technische Entwicklung. Wir alle kennen einen Computer, das Auto, wie schnell es geht. Und der hört eigentlich nicht auf. Und deshalb sagen wir, es darf keine Diskussionsverbote geben. Und hier noch ein kurzer Überblick. Was ist eine S-Bahn? Was ist eine Regionalstartbahn als Ansicht von Fahrzeugen? Sie sehen hier einen S-Bahn-Zug oder die heutige Lokalbahn. Mittlerweile gibt es Garnituren mit direktem Einstieg für Behinderten, also Bahnsteig gleich. Oder eben neue Fahrzeuge. Und im Übrigen weiß auch wahrscheinlich nicht viele, oder wissen nicht viele, diese Garnitur zum Beispiel wird in Wien gefertigt, von Bombardier Wien. Mittlerweile gibt es die Firma Bombardier ja nicht mehr, die ist ja aufgekauft worden von einem französischen Konzern, aber diese Fahrzeuge werden in Wien hergestellt. Und was können die jetzt anderes als die linken Eisenbahnfahrzeuge? Diese Fahrzeuge können einen Radius fahren von 22 Metern, das heißt, eigentlich kann das Ding 75 Meter lang dürfen wir seine Straßenbahn eine Kurve fahren wie unser Obus. Können Sie sich so ungefähr vorstellen, aber eben auf Schienen. Bis 100 km/h schnell und hat eben eine Zulassung auch im Straßenverkehr zu fahren. Hier sehen Sie noch ein paar Beispiele. Ja, was sind die effektiven Grundlagen einer Stadtdurchfahrt? Wir müssen attraktiv sein, wir müssen leistungsstark sein, wir müssen kurze Umsteigewege zu dem Stadtbussystem haben. Wenn Sie sich S-Link-Vorschlag vorstellen, es gibt S-Link, S-Link hat zwei Haltestellen für die ganze Innenstadt Salzburg. Nur am Mirabellplatz und am Mozartsteg. Und ich frage mich, wie man da die Leute in das System bringen will. Ja?
es fehlt mir einfach das Verständnis dafür. Wir haben immer gesagt in unseren Vorschlägen, wir müssen mit einem Umstieg von der Region in jeden Stadtteil kommen und von jedem Stadtteil mit einem Umstieg in jede Region. Und das gelingt, wenn ich es richtig mache. Das haben wir bewiesen. Und wir müssen eben fahrgastintensive Zentren direkt erreichen. Die Innenstadt Salzburg ist ja Weltkulturerbe UNESCO, da wird immer gesagt, das geht nicht und das wird nicht zugelassen. Es geht sehr wohl. Es geht in allen anderen Regionen, die auch Weltkulturerbe sind, also geht es auch in Salzburg. Wir sagen, unser System fährt oberleitungslos durch die Stadt. Wir brauchen keine Oberleitung auf der Strecke quer durch die Stadt. Und das würden wir uns sogar beim Obus wünschen, dass die Innenstadt ohne diese vielen Oberleitungen wäre. Ja, so könnte es zum Beispiel unserer Meinung nach ausschauen, dass man als ersten Schritt die linke Altstadtseite verkehrsberuhigt. Ist aber kein Muss für eine oberirdische Stadtdurchfahrt. Denken Sie an Wien, denken Sie an München, Linz oder Innsbruck, denken Sie an Berlin, an Hamburg, an Wien vor allem. Dort fahren die Straßenbahnen im Verkehr mit. Warum bitte soll das in Salzburg nicht gehen? Wir machen einen Weg frei für einen Stadtbus und so eben auch den Verkehr. Ja, da gehe ich jetzt ein bisschen drüber. Ein kleines Beispiel bitte noch, die Stadt Bretten im Kraichgau in der Nähe von Karlsruhe. Dort hat man 1988, waren 23.800 Einwohner, man hat diese Stadt an das Stadtbahnsystem angeschlossen und schauen Sie sich die Zahlen von 2014 an, wie sich das entwickelt hat. Also es hat auch natürlich wirtschaftlich hohe Auswirkungen. Wir dürfen die Zulaufstrecken nicht in einer Magistrale in der Stadt bündeln, so wie es eigentlich Essling macht. Wir wollen von allen Himmelsrichtungen auf die Stadt zufahren und die Stadtteile gleich mit bedienen, die man da von Haus aus berühren. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Sie sehen also hier, das war die Untersuchung der U-Bahn in der ERB-Studie. Das ist aus unserer Sicht die Magistrale wie eine Hauptschlagader eines Körpers, aber hat es wirklich eine Netzwirkung, die wir brauchen. Oder auch die oberirdische, wenn ich die nur allein betrachte, habe ich auch nur eine Hauptschlagader. Wenn ich jetzt, Sie sehen also die gelbe Linie, das war die oberirdische Lösung. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten durch die Stadt. Es ist nur eine untersucht worden, aber es gibt durch die Stadt eine Menge an oberirdischen Möglichkeiten mit diesem System. Sie werden nur nicht politisch gewollt. Technisch, praktisch, machbar. Ich sage Ihnen da jetzt nur ein paar Beispiele, was da also möglich wäre. Und wenn Sie sich jetzt das anschauen, was will Essling und was wollen wir? Wir wollen ein Netz, das ich Ihnen zuerst eben gezeigt habe, schon von der ERB-Studie. Und da ist einfach die Frage, was kostet wie viel und was hat vor allem die Verkehrswirkung, die wir brauchen. Sie sehen also hier die Linie aus Monsee kommend, aus Bad Ischl kommend, aus Matze hereinkommend und es wird immer sternförmig durch die Stadt geführt. Aber wir berühren eben viele Stadtteile, wo man Zug- und Ausstiege haben. Und da sehen wir dann auch wirklich einen Erfolg, abgesehen jetzt einmal von der Investitionssumme. Das mag ich nicht, dass ich da drücke. Ja, die Verlängerung Mirabell, was hat es wirklich für eine Verkehrswirkung, wenn wir jetzt am Hauptbahnhof die 850 Meter unterirdisch hierher bauen? Ein europäischer Baukostenvergleich sagt uns, es kostet 300 Millionen. Angegeben werden meines Wissens zuletzt 160, 180 Millionen herum. Und manche sagen jetzt dann 200. Wenn man europäische Baukosten vergleicht, ähnliche Projekte liegen wir für die 850 Meter bei 300 Millionen Euro. 330 oberirdisch oder 350 oberirdisch die gesamte Strecke. Was kostet die U-Bahn, Sie haben es selbst gelesen in der Zeitung, vom Hauptbahnhof bis zur Hellbrunner Brücke, das ist ungefähr da, 3 Milliarden Euro, 9 Haltestellen im Untergrund.
Aber was uns da sehr stört dabei oder berührt, diese Infrastruktur kostet wiederum europäischer Betriebskostenvergleich in anderen, aus anderen Systemen die Zahlen, 9 Haltestellen und die Strecke im mindesten Fall 20 Millionen Euro pro Jahr. Nur der Erhalt, und da ist noch kein einziger Zug bitte gefahren. Das wird nicht gesagt in der Öffentlichkeit. Und ich denke mir, ob wir das wirklich unseren nächsten Generationen hinterlassen sollen, soll bitte als Frage im Raum stehen. Aber was vor allem profitieren die Regionen von dieser Verlängerung? Was profitiert die Region, die ja eigentlich unser Verkehrsproblem ist, weil ja in der Früh herein und am Abend wieder hinaus. Dort entsteht doch das Verkehrsproblem. Das wird das wirklich hier gelöst? Großes Fragezeichen. Ich glaube oder wir glauben, ein Netz wird es lösen, wenn wir die Leute in der Region abholen und die Gelegenheit geben, durch Park-and-Ride-Plätze, die Sie hier sehen, die Möglichkeit geben, dass sie zum ÖV kommen. Es ist am Land ganz klar. Wir wissen das, jeder weiß es von uns, wenn Sie in Thalgau-Berg oben wo wohnen, dort wird kein Bus fahren. Das wird schwierig werden. Die neuen Systeme on demand vielleicht einmal, ja, dass die automatisch ohne jemand abholen. Aber wann wird das sein oder wird das sein? Man weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt bald handeln. Der Vergleich bitte noch einmal, die Stadtquerung unterirdisch, wie vorgeschlagen von Essling, 3 Milliarden, eine Stadtquerung oberirdisch, kapitalisiert von 2015, rund 350 Millionen, also in etwa 10% dessen, was die U-Bahn kostet. Man hat übrigens noch nie von Essling, die sind von vornherein ausgeschlossen worden, nur gesagt worden, kurz angeschaut, so wurde es uns gesagt. Oberirdisch geht nicht, das hat keine Leistung etc. Das sind Dinge, die wir nicht nachvollziehen können technisch, weil es andere Regionen vormachen und rechnerisch auch nicht passen. Sie sehen auch hier wieder das Netz. Wir haben es andere Regionen gemacht, zum Beispiel in Dublin. Da hat man, obwohl man nicht an einer EU-Grenze wohnt, hat man sogar 82 Millionen von der EU bekommen. Also wenn man will, kriegt man etwas. Und noch dazu, wenn wir es mit den Bayern, mit unseren Nachbarn gemeinsam machen. Und Sie sehen hier Dublin, Edinburgh, Basel, Mühlhaus, Freiburg, Brescia, Toulouse, Sevilla, Straßburg und so weiter, haben solche Systeme und zwar höchst erfolgreich. Wir haben in Salzburg einen Modal Split im öffentlichen Verkehr von rund 16%, Karlsruhe hat 47% oder wie zuerst gezeigt, Bern 60%. Was aber auch interessant ist, studiert man Fachbücher, was ich gemacht habe, von anerkannten Verkehrsexperten, die Bücher habe ich fast alle durchgelesen, teilweise sehr trocken, die ganze Geschichte. Aber diese Fachleute empfehlen ganz was anderes, was unsere Leute hier in Salzburg machen wollen. Die sagen, U-Bahnen ab 1 Million Einwohner und nicht mit 150.000. Ja, haben denn die Verkehrswissenschaftler, die in der ganzen Welt Systeme umgesetzt haben und diese Bücher geschrieben haben, haben die Unrecht oder haben unsere Leute oder unsere Politiker? Weil ich glaube persönlich, das ist jetzt eine persönliche Vermutung von mir oder halt eigentlich Erfahrung, dass halt unser Herr Landeshauptmann unbedingt sich ein politisches Denkmal setzen will. Ja, wenn wir hier, Sie sehen, wir haben ein Park-and-Ride-Konzept entwickelt, dass wir eben die Leute in der Region draußen dazu animieren, in den ÖV umzusteigen. Wir haben ein Touristenbus-Konzept entwickelt. Denken Sie dran, in der Hochzeit des Tourismus, wie viele Touristenbusse wir hatten, mittlerweile sind es ja weniger, warum soll man die Leute nicht am Stadtrand draußen mit einer Tageskarte und einer attraktiven Karte in so ein Netz bringen und die Busse aus der Stadt draußen lassen. Eigentlich die größten Fahrzeuge im Straßenverkehr für den Personentransport karren wir mitten herein, entweder nach Nonde oder da drüben in die Paris-Lodon-Straße, ist mir nicht ganz verständlich. Wir haben ein Fernbuskonzept entwickelt. Haben Sie schon einmal in der Nacht
jemand von einem Passagier eines Fernbusses abgeholt. Ich schon. Die Pflegerin meine Mutter ist 101 Jahre alt, die Pflegerin aus Polen ist um 3 Uhr früh in Salzburg mit einem Fernbus angekommen. Und wissen Sie, wo sie da ankommen? In Salzburg Süd. Ganz fernab, eben Schuss in 3 in der Früh. Ein Taxi gäbe es, ich habe sie natürlich abgeholt. Jetzt sagen wir, warum nicht an den zentralen Umsteigepunkten von Salzburg? Und zwar nur an 2, das ist der Flughafen und der Hauptbahnhof. Von da können die Leute in alle Richtungen der Stadt oder Region weiterreisen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich. Oder eben hier noch einmal Übersicht, Park-and-Ride-Konzept, Touristenbus-Konzept oder eben Fernbus-Konzept. Und hier noch von der Studie, damit Sie sehen, dass das also nicht nur ein niedergeschriebenes Konstrukt ist, sondern da wurde auf 50 cm genau Trassen durch die Stadt geplant. Sie sehen hier jetzt die Variante, eine von vielen, über den Müllnersteg und dann an der Perme der Salzach hinauf bis zur Akademiestraße, die Trasse. Oder hier gibt es die Version in der Schwarzstraße und über die Staatsbrücke. Ja, wurde auch untersucht. Ist machbar und technisch leistbar. Da sehen Sie eine geteilte Variante, so wie heute der Straßenverkehr durch Salzburg-Imbergstraße, also von Süden kommen in Richtung Hauptbahnhof in Imberg und das andere eben herüben in der linken Altstadt Richtung Alpenstraße. Hier nochmal größer. Oder die Mirabellplatz-Markertplatz-Variante. Auch das ist möglich, weil eben diese Fahrzeuge Radien fahren können von 22 Metern. Wir haben aber nirgends kleinere Radien als 30 Meter. Und da sagt auch die S-Link-Gesellschaft zum Beispiel, sagt immer, die Abnutzung sei so hoch. Das habe ich mir natürlich nicht so direkt angenommen und wir haben bei den Wiener Linien angefragt, also ein 25 Meter Radiusbogen in 5 Minuten Takt hat eine Lebensdauer von Gleisen von an die 20 Jahren. Jetzt, wenn ich das rechnet, was so eine Kurvenauswechslung kostet gegenüber einem Tunnel, dann können wir ungefähr die nächsten 10.000 Jahre die Kurven wechseln. Also, oder nehmen wir das Beispiel Fahrzeit. Die Europa-Studie hat eine Fahrzeitunterschied, eine reine Fahrzeit. Wir müssen ja immer von den Reisezeiten rechnen, nicht nur von den Fahrzeiten. Nur die Fahrzeit durch die Stadt einen Unterschied von 6 Minuten erkannt. Bei wenigen Haltestellen gegenüber den oberirdischen mit vielen Haltestellen. Wenn man jetzt aber noch rechnet, dass man vom Untergrund an die Oberfläche 2 Minuten braucht, dann sind das 4 Minuten Unterschied. Und diese 4 Minuten, wenn wir den Tunnel machen, kosten pro Minute 416 Millionen Euro. Wissen Sie, es geht mir einfach nicht zusammen, was da uns präsentiert wird. Oder hier sehen Sie, da haben wir durchgezeichnet den Markertplatz. Sie sehen hier in der Theatergasse die Haltestelle der Regionalstadtbahn Richtung Bahnhof, hier die Haltestelle für die Busse, also getrennt, es ist möglich. Natürlich muss man auf den Denkmalschutz schauen und all das, aber es ist das alles technisch möglich, nur nicht politisch gewollt. Das ist eigentlich die Sache. Wenn man sich das anschaut, das wäre die Staatsbrücke, die Haltestelle Rathaus. Sie sehen schon, wir haben schon allein, wir haben Hauptbahnhof, die hat die Andrea. Dann haben wir Mirabellplatz, dann haben wir Markerplatz, dann haben wir Rathaus, dann haben wir Mozartsteg, dann haben wir Justizgebäude, alles Haltestellen. Während die S-Link hat 2 Haltestellen. Ich frage mich, wie wollen die Leute in den öffentlichen Verkehr bringen? Ja, und Sie sehen also hier, das ist wirklich sehr gut, also genau gemacht worden in der ERB-Studie. Noch also ein Vergleich, wenn Sie sich das anschauen. Das Land Salzburg hat ein Budget mit neuen Schulden jetzt 540 Millionen. Unsere Bahn kostet 3 Milliarden
Davon zahlt angeblich, wobei es noch keine Verträge mit dem Bund gibt, 50% der Bund. Und jetzt frage ich Sie, wenn 156 oder 160 Kilometer Regionalstadtbahn, ein Netz, das ich Ihnen zuerst gezeigt habe, rund 2 Milliarden kosten und die 8 oder 6 Kilometer Tunnel 3 Milliarden, davon kriegen wir anderthalb vom Bund, dann kann man eigentlich das ganze Netz ohne Bund selber zahlen. Und ich frage mich nur, die Wertigkeit stimmt für mich einfach nicht. Ja, das für uns. Das sind halt so Vergleiche. Fahrradbudget haben wir 2 Millionen. Also, ich glaube, man muss da wirklich drüber nochmal wirklich diskutieren, ob das das Richtige ist. Das habe ich schon zuerst gezeigt. Das ist jetzt auch ein bisschen sehr detailliert. Wir haben hier die Kosten-Nutzen-Rechnung, hat der Herr Rehberg Ihnen allen wahrscheinlich bekannt, den hat der Herr Schaden noch damals als Stadtbahnbeauftragten eingesetzt, nach der Studie. Und er hat jetzt das hochgerechnet, das, was die Esslink-Gesellschaft uns präsentiert hat, und hat das hochgerechnet. Er kommt auf ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 0,19. Herr Werner zuerst gesagt, die standardisierte Bewertung in Deutschland schreibt vor, erst ab einem Faktor 1 wird so etwas gebaut. Also wo liegen wir? Wir liegen nicht einmal bei einem Fünftel dessen, was in Deutschland Gesetz ist. Die Vision, die wir haben, wir sagen, von allen Regionen durch die Stadt in alle Regionen. Der Stadtbus ist dabei der Feinverteiler und wie ich es zuerst schon gesagt habe, mit einem Umstieg von der Region in jeden Stadtteil, von jedem Stadtteil in alle Regionen. Und dann werden wir wahrscheinlich, ganz sicher sogar, nicht nur wahrscheinlich Erfolg haben. Lightrail Transit ist, wir bekämpfen, klingt so kämpferisch, wir lösen das Verkehrsproblem aus der Agglomeration, dort wo das Problem eben entsteht. Umwelt, Lärm, Luftqualität, Feinstaub etc. brauche ich nicht sagen. Wissen wir alle, dass das schon gut ist, wenn wir da weniger emittieren. Energiereduktion wissen wir auch, fort elektrisch. Ja. Wir haben ein Park-and-Ride-Konzept, das habe ich alles zuerst erwähnt. Wir sind Verpflichtungen eingegangen bei den Pariser Verträgen. Wobei ich da etwas mittlerweile skeptisch bin, was die ganze Klimageschichte wirklich betrifft. Da habe ich an die Klimakleber drei Fragen, wenn ich die hier kurz anbringen darf. Warum war der CO2-Gehalt 1850 gleich hoch wie heute? In den Lexikas nachlesbar. Warum treten unter den Gletschern, die heute leider schmelzen, Dinge hervor wie Baumstämme, die dort nie hinkommen hätten können? Und warum haben die Wikinger über Jahrhunderte auf Grönland Landwirtschaft betreiben können? Wahrscheinlich, weil es so kalt war. Ich weiß es nicht. Ich denke mir, auch darüber sollte man nachdenken. Wirtschaftliche Aspekte habe ich schon gesagt. Wie gesagt, wir brauchen ein Gesamtkonzept, das ich zuerst schon erwähnt habe. Was uns aber eigentlich abgeht, ist der Bürgerdialog. Wenn ich so ein Projekt, und wir sagen, es ist das Jahrhundertprojekt für unsere Regionen, wenn ich so ein Projekt umsetzen will, dann muss ich mich bitte mit den Bürgern auseinandersetzen und nicht einfach sagen, kostet 3 Milliarden und das machen wir. Da werden sie wahrscheinlich Schiffbruch erleiden, denke ich mir, und ich hoffe das auch. Wir kämpfen, wir sind mit unserem Verein dabei bei der Aktion Stopp U-Bahn. Ich habe es zuerst auf einer Folie gehabt. Am letzten Donnerstag haben wir eine Veranstaltung im Imlauer Bräu gehabt. Es sind fast 100 Leute da gewesen. Die Bevölkerung denkt sehr wohl nach über diese Konzepte und über diese Vorhaben. Es war eine sehr rege Diskussion. Ja, wir sagen, ein Leitrail-System ist das richtige Maß für unsere Region und für unsere Stadt. Wir brauchen kein Volleisenbahnsystem, sondern eben das, was unsere Regionen erschließt und unsere Orte verschließt. Wir sagen, es ist eine Jahrhundertchance, ein Jahrhundertprojekt,
für unsere Regionen und wir sollten es mit den Bayern zusammen machen. Sie wollen es, wenn wir es auch wollen. Wäre gut, wenn vielleicht der Herr Hasler aus dem Chiemseehof einmal rausgegangen. Hier noch ein kleines Bild. Ich bin jetzt ein bisschen provokant, aber schließlich sind Wahlzeiten, da darf man auch ein bisschen frecher sein. Heute noch, am 28.02. gestern, ein sehr interessanter Artikel, den mute ich Ihnen jetzt nicht zu, aber in der Schweiz ist vieles anders. In der Schweiz gibt es einen flächendeckenden 30-Minuten-Takt S-Bahn-IC-Takt. Unglaublich, wenn Sie dort einmal gefahren sind, in den kleinsten Orten, wenn Sie mit dem Zug ankommen, dann ist der Platz vor dem Bahnhof voll mit Bus oder mit Straßenbahnen und in den nächsten 10 Minuten ist es wieder leer. Und es passt alles zusammen, weil eben ein integrierter Taktfahrplan dort verwirklicht wurde. Und dann fahren die Leute auch mit dem öffentlichen Verkehr. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht überfordert. Gerne für Fragen stehe ich zur Verfügung. Ich bedanke mich, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Ich kann natürlich nicht noch viel tiefer hineingehen, aber ich möchte Sie nicht hier überfordern. Ich kann Ihnen nur eines sagen, für unsere nächsten Generationen brauchen wir das richtige System. Und das ist aus unserer Sicht nicht die U-Bahn. Danke vielmals. Ja, herzlichen Dank. Gut, für den wirklich guten, interessanten Vortrag. Und ich glaube, das ist Auftrag genug, wenn man gehört hat, du hast es angesprochen, die nächsten Generationen brauchen solche Konzepte. Und gerade Wahlzeiten sind die Chance, dass wir da auf fruchtbaren Boden stoßen werden. Ich glaube, das ist völlig bekannt. Das, glaube ich, ist das Problem. Ich bin gerne bereit, oder wenn du bereit bist, gehen wir am Flachgau raus, weil das sind die hauptsächlich betroffenen Regionen, Oldendorf einer, da von Murafen, von Michi Bayern, 156, ich habe betroffene Menschen. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt genau zu diesem Zeitpunkt publik machen. Machen wir noch weitere Veranstaltungen. Wenn es für dich passt, bleib mir in Kontakt bitte. Gerne. Weil das, glaube ich, ist eminent wichtig. Und wenn ich mir so ein Konzept anschaue, mit Kapitaleinsatz, was sage ich, gegenüber den anderen ja marginal ist, sage ich mal, wenn man es sieht und über längere Zeit betrachtet, dann ist ja das, glaube ich, Auftrag und auch unsere Verpflichtung, als wir sind in Salzburg auch, dass wir da jetzt einen Druck machen. Es kann nicht sein, dass da drei, vier Leute in der Landesregierung was bestimmen. Letztendlich, wenn es schief geht, wissen wir immer, wie das ausgeht. Das zahlt an mir. Wie du gesagt hast, die 3 Milliarden. Kein Mensch weiß, wie das wirklich ausschaut. Man muss uns schon bewusst sein, wenn man jetzt sagt, zahlt an mir, der Bürger hat immer alles zu zahlen. Öffentliche Infrastruktur ist öffentliches Geld. Und ich erwarte mir einfach, dass da wirklich alle Möglichkeiten und dass das aufgeschöpft wird, dass das angeschaut wird, weil man nicht einfach gesagt wird, es geht nicht. Das geht nicht. Das ist 30 Jahre so kolportiert worden und wir haben es aufgebrochen. Wir werden natürlich von den Medien geschnitten, weil man, das haben wir jetzt ja in den letzten 2 Jahren sehr gut erleben können, was die Medien eigentlich wirklich machen. Ja? Aber auch dieses Projekt, wir haben alles versucht, es wird einfach nicht gebracht, man wird ignoriert. Aber ich denke mir, unsere Kinder, hallo, was geht da eigentlich? Bitte überlegen Sie, wenn die Stadt Salzburg nur 20 Millionen Euro für die kurze Strecke vom Hauptbahnhof bis zur Heilbronner Brücke an Infrastrukturerhaltungskosten aufwenden muss. Mhm. Land und Stadt. Ja? Wie geht das? Mhm. Da ist noch kein Zug gefahren und kein gar nichts. Ja? Also das, ich frage mich, ja, das ist ein Verkehrsprojekt für eine Millionenstadt, aber nicht für 150.000 Leitstadt. Mhm. Also wenn Sie Fragen haben, ja, so ich sie beantworten kann, gerne. Ich würde Sie gerne fragen, wie gehen Sie denn vor, wenn Sie sind als Verein tätig und bringen das Verkehrskonzept Nieres, wie, wo, wann vor? Ja, weil es also nicht gut ging, wann wir Sie nicht wollen, oder? Ja, wir sind Ihnen unangenehm. Also ich darf einmal sagen, bis wir so weit gekommen sind, dass die Studie erstellt wurde, haben wir, der Kreisberg, Martin Kreisberg und ich, an die 200 Vorträge in den Gemeinden gehalten, in Gemeinderäten, in Verkehrsausschüssen etc. Also die alle, die rund um Salzburg sind und auch in der Stadt, wir waren bei jeder Partei, wir haben alles das vorgestellt. Wir haben unser
unsere Projektdarstellungen, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe, in Papierform jedem Gemeinderat der Stadt Salzburg, allen Gemeinderäten, Gremien in den Umkreisgemeinden, bis aus Bad Gondelau, die wissen alles, sie haben alles bekommen, sie haben die Erregerbahnstudie bekommen, sie können nicht sagen, sie wissen von nichts. Ja? Aber es ist tatsächlich so, ich meine, der Manfred Berterer von den SN hat uns direkt gesagt, können wir euch nicht unterstützen, wir haben zu viele Inserate. So geht das. Ja, das ist so. Er hat das ganz einfach gesagt und er hat dann auch gesagt, und außerdem die U-Bahn ist Blattlinie. Aus, fertig. Damit sind sie nicht in den Medien. Die Kronenzeitung dasselbe. Aber wie gesagt, die letzten zwei Jahre haben sie ja weltweit eindrucksvoll vorgemacht, wie das geht mit den Medien. Ja, da möchte ich aber einhaken, was du gesagt hast, die Gemeinderäte sind alle informiert. Und wenn man sich draußen im Land einmal in der Gemeinderatssitzung eingesetzt hat und das einmal beobachtet hat, welche Leute drin sitzen, und ich bin mir sicher, wenn ich bei der Hälfte nachfrage, ob sie von irgendwas wissen, dann wissen sie es nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein Problem, weil das wird ganz einfach der Bürgermeister ja, so flissentlich ein bisschen verschwinden lassen, wieder aus den Augen, aus den Sinn, nach dem Motto, weil es halt von der großen Politik herum nicht mitgetragen wird. Und ich glaube, gerade jetzt diese Zeit, wäre da richtig, dass wir Druck machen. Wirklich Druck machen und die Leute mehr informieren, weil da bin ich mir ganz sicher, wenn da draußen bei uns Leute informiert, die was über sowas Bescheid wüssten, ne, dass da Druck gemacht wird. Und ich sage mal, gerade wenn der politische Wind ein bisschen rauer weht, ist was möglich. Wie du gerade gesagt hast, wenn die Medien, die Leitmedien in Salzburg ganz einfach auf Zeit stellen, hast du fast ein wenig verspürt. Aber wie gesagt, wir haben da andere Medien da, wir müssen vielleicht die alternativen Medien da einspannen. Ja. Es gibt ja andere Möglichkeiten, da werden wir schauen, dass wir die Möglichkeiten nutzen und das vielleicht in eine andere Richtung dann forcieren. Und dann, wenn da schon Druck gemacht wird, glaube ich, wäre schon was möglich. Nur wir müssen es halt tun. Wenn man es nicht tut, passiert es nicht. Das wäre wünschenswert. Aber wie gesagt, da über die Gemeinderäte, da bin ich mir ganz sicher, das wird auch politisch wieder vergraben, ja? So wie vieles. Ja, das wird halt von oben aufgemacht. Weil ich kenne einen Martin Kreis begegnet, der ist sogar ein Schulkollege von mir. Ja, da sind wir, glaube ich, in Kontakt bleiben. Gerne. Weil gerade wenn ich sowas her, da geht mir direkt das Herz auf. Und wer ein bisschen, sag ich mal, in Salzburg unterwegs war, wenn er Fußball spielst, da im Stadion draußen, und du fährst von meiner Richtung da ins Stadion rein, ich stehe schon in Antering, oder in Achering stehe ich schon, weil eben das ganze Verkehrsnetz zusammenbricht. Und wegkommen, dann nach dem Spiel ist nun mal ein ungleich schwieriger, das ist ein Wahnsinn. Und ich war, also vor Corona, Entschuldigung, jetzt versucht man mal stimmen, ich war vor Corona, also eines von den letzten Spielen, wo du in normalen Stadion rein dürfen hast, in Frankfurt, also, Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt habe ich mir da angeschaut und da haben drei Musik vielleicht vom Volumen her. Ja. Und das Spiel ist ausgewählt und 15 Minuten später keine Leute mehr da. Kein Verkehrschaos, weil da geht alles nur mit Bahn. Die Leute, das ist gewartet, wie das organisiert ist und das glaube ich geht da in Salzburg an. Alles fährt mit dem Auto da raus und dann stehst du ein, weil alles zu ist, du kannst nicht mehr weg. Sonst zum Beispiel die Flughafenbahn, möchte ich Ihnen zurückgeben. Wir haben eine Flughafenanbindung, die geht vom Hauptbahnhof zur Messe, von der Messe zum Europark, dann natürlich beim Stadion vorbei, zur Kaserne über Outlet Center Flughafen. Mhm. Was glauben Sie, hat die Messe Salzburg, der Europark, das Stadion und der Flughafen? Outlet Center habe ich nicht dabei. Was glauben Sie, haben wir dort jährliche Personenbewegung? Mhm. Was schätzen Sie? Eineinhalb Millionen? Mehr. Mehr. Ich weiß ganz sicher, was ich rechne. Ja. 6-7 Millionen. Wie viel Millionen? Wie viel? 4. Es sind fast 15 Millionen. Ja. Natürlich ist der Europark einer der größten Frequenzbringer, das ist klar. Ja. Aber es zahlt sich aus, das zu untersuchen. Und es gab eine Studie von der Industriellen Vereinigung, die haben wir ausgehoben vor weiß nicht wie viel Jahren. Und die hat damals schon gesagt, also das wäre eine hochattraktive Anbindung. Aber wenn Sie überlegen, wenn Sie heute in eine Messestadt fahren, am Bahnhof kommen Sie an
Und was kommen Sie bei uns? Kommen Sie von, müssen Sie in den Obus einsteigen und eine halbe Stunde oder fast eine Stunde durch den Stadt fahren, dass Sie zur Messe kommen. Mhm. In Nürnberg oder in München fahren Sie mit der S-Bahn dorthin. Ja? Also ich glaube, das war alles wichtig, dass man das eben, und das hat man eben angeschaut, aber wer nicht will, der hat schon und die Politik will halt nicht offenbar. Also reden nur. Welche Gründe, was er angegeben hat? Bitte? Und welche Gründe, warum Sie nicht hinzukommen? Ja. Es ist mir ein Rätsel. Die Bauerlobby ist sicher dahinter, das steht fest. Aber ich möchte nur einmal das. Die Straßen müssen ja abgebaut werden. Ja, aber niemals so viel wie unterirdisch. Das muss ich jetzt dazu sagen, der VCÖ, der Verkehrsclub Österreich, hat vor ungefähr 10 Jahren eine Studie gebracht. Da haben die verglichen Tunnelbaukosten mit einer Investition in der Fläche für Schienensysteme. Und die haben damals also ermittelt, das, was heute die Tunnelbauer sagen, ungefähr 3000 Arbeitsplätze oder was die letzte Studie da soll also der S-Link verursachen oder bringen. Der VCÖ hat gesagt, 1 Milliarde in der Fläche generiert angeblich 17.000 Dauerarbeitsplätze. Gut, das erscheint mir wieder ein bisschen hoch, ehrlich gesagt. Aber eines ist klar, würde man dieses System in der Fläche machen und eben diese 1,5 bis 2 Milliarden aufwenden, dann haben wir, da ist unsere Wirtschaft im weiten Umkreis beschäftigt, aber ganz gewaltig. Ja. Also, und was mir auch noch nicht, was mir nicht verständlich ist, ich habe immer wieder Karlsruhe Ihnen gebracht. Ja. Der Dr. Dieter Ludwig, ein Freund von mir, es war ganz ein interessantes Erlebnis. Ich bin ja ein Handwerker, ich habe das ja alles nicht gelernt, ich habe mir das angeeignet. Und habe einen Fernsehbericht gesehen und habe dann in Karlsruhe angerufen und da wurde mir bei dem Bürgermeister Bretten, wo ich Ihnen zuerst diese Folie gezeigt habe, das war der Paul Metzger, den habe ich angerufen und habe ihn gefragt nach dem System. Sagt er, Herr Mayer, ich vermittle Ihnen, da haben Sie die Nummer vom Dr. Ludwig, rufen Sie ihn an. Und tatsächlich, ich habe den Dr. Ludwig angerufen, der dieses ganze Karlsruher System und vor allem das Karlsruher Modell, eben das Mischsystem Leitrail, Transit, Straßenbahn, Eisenbahn entwickelt hat. Ich habe ihn angerufen und dann sagt er zu mir, was wollen Sie? Sie wollen eine Eisenbahn bauen. Sag ich, sagt er, was sind Sie? Ich sage, eigentlich bin ich Stormetz, aber ich interessiere mich dafür. Wissen Sie was, hat er gesagt, am Samstag um 12 Uhr Mittag kommt ein Zug aus Salzburg, da sitzen Sie drin, ich hole Sie ab. Müssen Sie sich einmal vorstellen. Der Mann, der Milliarden dort investiert hat, hat mich am Hauptbahnhof in Karlsruhe empfangen und ist mit mir durch, ich bin auf einmal vorne bei dem Lokführer drin gesessen und der ist mit mir in Schwarzwald aufgefahren und hat mir das alles gesagt. Und hat mir alle seine ganzen Ätzes, die der in seinem Berufsleben gemacht hat und wirklich umgesetzt hat, hat mir der gelernt. Und ich bin ihm, er ist leider letztes Jahr verstorben, ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Das war so ein tolles Erlebnis. Und wie hat der das gemacht? Karlsruhe hat das gleiche Problem gehabt wie Salzburg, nur dass doppelt so groß ist, 300.000 Einwohner. Und was hat er gemacht? Er hat zuerst die Region erschlossen. Er hat die Zulaufstrecken gebaut, sie haben eine Straßenbahn gehabt, sind oberirdisch durchgefahren und wie die Zulaufstrecken so viel Frequenz gebracht haben, dass sie in der Innenstadt nur mehr einen 2-Minuten-Takt gehabt haben. Da haben sie nicht mehr wirklich nicht mehr übers Gleis. 1,7, 1,6 Minuten ist jedes Mal ein Zug gekommen, in beide Richtungen. Und da haben sie dann einen Tunnel gebaut. Und wie machen es wir? Wir machen es genau umgekehrt. Wir haben eine Zulaufstrecken, bauen um 3 Milliarden einen Tunnel und fahren dann vielleicht irgendwann einmal noch allein. Mhm. So, und jetzt muss ich Sie fragen, was hat das für Verkehrswirkung? Der Eindörfer hat, die Ostseiten hat nichts, die Nordseiten hat nichts, genau. Überall da, wo wir täglich stehen, genau. Nichts. Und das verstehe ich nicht. Und da kriege ich auch nie eine Antwort, wenn ich die Politiker, wenn wir die konfrontieren damit, dann kriegt man keine Antwort. Ich verstehe es auch nicht. Was ich will auch was sagen, bitte, wenn ich darf. Bitte. Weil ich verstehe es auch etwas nicht. Weil Ihr Konzept ist ja schlüssig, passt das. Ja? Aber Sie haben es angesprochen, es kommen die Züge alle rein in der Stadt. Ja. Weil sie in den Innenstadt-Taktkiller sind dann alle Äste, die dann durch von der Stadt und nicht eigentlich um, es fährt nur mehr ein Ast weiter. Nein, da brauchen Sie nicht umsteigen.
wenn wir aus der Region mit einem 20-Minuten-Takt auf die Stadt zukommen, dann haben wir durch die Stadt eine Frequenz von 4 Minuten. 4 Minuten, ja. Alle 4 Minuten haben Sie dann einen Zug, wenn Sie innerstädtisch fahren wollen, aber aus der Region haben Sie 20 Minuten. Oder das können Sie auch verdichten auf eine Viertelstunde. Ja. Also, das Problem bei der Altstadt, ich meine, beim Tunnel sind wir eh ganz klar, ist eine Schnapsidee durchfahren mit zwei Stationen und durch eine Stadt durchfahren und ich von aus. Ich frage immer dann, die das befürworten, wie viele Leute fahren vom Wald im Prinzgau nach Ostermitting. Das möchte ich wissen und für die paar brauche ich keine Durchfahrt durch die Stadt. Und als Hallenfahrt im Konzept, kann er vor einem Hauptbahnhof, kommt durch, die S-Bahn nach Berchtesgaden geht auch alles weiter. Aber was Sie beim Essen ja überhaupt nicht ansprechen, ja, das wird alles kommen, aber Sie sagen es nicht, das ist das Flächenmäßige. Ja. Und Sie gehen vom Flächenmäßigen aus, was der Ansatz einmal richtig ist. Das folgt mir klar. Am Ende muss man Flächen. Weil, also ich kenne es alle Stadtviertel in der Stadt untereinander, da bringt es der Essling überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Sie wollen was verbinden, was nicht vorhanden ist. Ja. So einfach ist es. Also das ist eine Schnapsidee. Abgesehen davon, Baustellen ist nur überhaupt nicht gesprochen worden. Nein. Es ist nicht machbar, meiner Meinung nach. Ich komme da ab, ich mit dem zu tun. Aber wenn ich auch zur Eisenbahn bei unserem Untergrund mit den Schilderungen habe ich auch meine leichten Bedenken, weil seit dem 1. Mai die ich mit Panzer ja nicht mehr fahren, da bei der Kirche da oben am Quai. Das ist alles auf Schwemmsand, ob sie da mit solchen Massen bewegen können, abbremsen, starten, dass das nicht eine Dauerbelastung ist, für die, bin ich mir nicht sicher. Weil in Wien, wenn ich Straßenbahn durchfahre, brüttelt es. Ja, aber die stehen alle im Schotter, das ist ganz was anderes. Ja, wir stehen schon auch oberflächlich im Schotter, aber der Tunnel wäre im See da. Ne? Nein, ich sage es ja bei der oberirdischen Bahn, Ihre Variante meine ja, ich. Aber weil, ich sage, wenn es dort brüttelt, in Wien ist es wurscht. Wenn es bei uns rüttelt in Salzburg, ist es nicht wurscht, weil es völlig was anderes hat. Deswegen habe ich auch meine Bedenken bei Ihrer Sache, alles in Ordnung, aber mit so einer dichten Frequenz durch die Stadt zu führen, habe ich Probleme. Das war nämlich auch meine Frage. Man hat ja doch, vielleicht können Sie da aufklären, damals das Projekt ja gestoppt, weil er ja nicht nur eben weil die Bahn Erschütterungen produziert, auch bei den Bauen. Man bohrt ja noch, man sprengt ja noch, man brennt ja nicht mit dem Laser durch Gestein und Erde. Das hat ja die Substanz unserer Altbauten gefährdet. Und deswegen hat man sich doch damals beendet, das Projekt. Hat sich jetzt die Physik geändert? Ist ein Wunder passiert? Na, bei welchem Projekt sprechen Sie jetzt? Bei dem U-Bahn-Projekt. Naja, das ist ja noch nie. Sie meinen am Hauptbahnhof? Ja. Naja, gut, da hat man ja gesehen, da glaube ich, wurde auch sehr viel gelernt, bautechnisch. Mit unserem Sedan, aber man hat aufgehört, weil es nicht weiter beschlossen wurde. Man hat zwar gesagt, man fährt das U-Bahn durch und die Variante, die ich Ihnen gezeigt habe, war ja ganz die ursprüngliche. Da wären wir ja sogar unter der Altstadt zum Kapitelplatz hin. Das hat man ja jetzt verworfen, genau aus diesen Gründen, weil man sich das ja doch nicht offenbar traut, unter unserer Altstadt da damit durchzufahren. Aber Die U-Bahn, ich glaube, technisch wird es möglich sein, aber was es kostet, ist eine andere Frage. Aber da unten im Sedan, da schwimmt der ganze Tunnel auf, sagen uns andere Geologen, die sagen, sehr, sehr schwierig. Das müssen Sie sich vorstellen, das muss alles eingefroren werden wahrscheinlich und dann fährt da durch das gefrorene Sedan die Tunnelbohrmaschine durch etc. Also nicht umsonst haben Sie jetzt die Variante so gewählt, dass nur ganz einen kleinen Teil der Altstadt erwischen. Ne? Aber das wäre ja zuerst in der ERB-Studie, das haben wir immer kritisiert, das kann wer. Und dann gibt es ja noch was, bitte. Es gibt in Österreich das Kellerrecht. Ja? Das gibt es ja in Deutschland zum Beispiel nicht. Das Kellerrecht sagt ja, alles was unter deinem Grund ist, musst du zustimmen, das was gemacht wird. Das ist ja auch der Grund, warum in Wien hauptsächlich die U-Bahnen unter der Straße sind und nicht unbedingt schon auch unter den Häusern, aber nur nicht so oft. Also in Österreich das zu machen, ist auch nicht so einfach. Ja? Und darum haben sie ja diese Variante, aber ich habe zwei Haltestellen, was für Wirkung habe ich. Also für mich ist es nicht ausgegoren, dieses Projekt.
ich gebe Ihnen recht mit die Erschütterungen, aber auch das, glaube ich, ist statisch und bautechnisch lösbar. Ich glaube, ja. Ach, glaubst nicht der Techniker, ich bin selber Techniker, ich glaube nicht, was da ganz einfach. Ja, das ist so aber wissen Sie, wenn ein Gelenksbus mit 115, 120 Leuten drin, der hat auch Gewicht, die Obus, die erschüttern auch. Ja. Die Obus, die da vorhanden, wenn Sie sich ein Messgerät hinstellen in der Riedenburg, dann sehen Sie, was los ist, was das für eine Schwingung hat. Da haben Sie nur eine kleine Veränderung bei einer Brücke gemacht, da steht der Asphalt auf dem Fundament an, die kann nicht mehr schlafen, weil es so ein Rhythmus ist. Das haben wir aber, wie sprechen wir, von den Luftreifen. Gell? Ja. Und der Opus, der viel weniger Masse hat, aber wenn der kommt, da ist er alles unterwegs, aber besser am Zug. Naja, bitte, da muss man auch wieder sagen, wenn Sie sich die heutigen Gleissysteme von Stadtbahnen und Straßenbahnen anschauen, die liegen auf Gummikörper etc. Also ich glaube schon, dass es technisch lösbar ist. Ja? Dass da jetzt die Stadt sich erschüttert. Ich glaube, dass das U-Bahn-Projekt ein größeres Problem gibt. Oft. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen überlegen, wollen wir unser Verkehrsproblem in den Griff kriegen? Wollen wir einen Tunnel bauen und 30 Jahre ist Stillstand oder 50 Jahre? Oder wollen wir das... Alle die Fragen, glaube ich, das Problem ist ja auch, dass oberirdisch natürlich die Straßen viel zu schmal sind. Salzburg ist ja so gebaut, dass es nicht mehr technisch vom Verkehrswesen ausgereift werden kann, die Straßen doch breiter sind. Ja. Auf den Punkt würde ich gern zurückkommen. Ich bin Stadtsalzburger, gehe im Zentrum alles zu Fuß, weil es die schnellste und gesündeste Fortbewegung ist. Von mir aus auch noch das Vorrad, aber meine Frage ist, dass das mit dem Unterirdischen ein Blödsinn ist und ein Vermögen kostet und ein offenes Millionengrab ist. Ich glaube, da sind wir uns alle, so wie wir hier sind, einig. Meine Frage, die ich mir stelle, wie wollen wir das in Einklang bringen mit jenen, die trotz alledem, aus welchem Grund auch immer, mit dem Auto durch die Stadt wollen. Also ich bin Stadt-Salzburger und alle heiligen Zeiten fahre ich mit dem Auto während der Berufszeit. Aus dem Stadtzentrum raus oder komme zurück und ich habe das Problem, wenn ich zum Beispiel den Rudolfskee nehme oder eben die Imbergstraße, die Sie erwähnt haben, wo man die Trassen führen könnte, da haben wir auf beiden Seiten jetzt eine Busspur. Das ist auch völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass so ein Gelenksbus eine gewisse Länge hat. Wenn jetzt so eine Minibahn, also so ein kürzerer Zug, mit einem durchaus netten Radius von 23 Metern da durchfährt, im knappen Takt, weil sie gesagt haben, da ist kein Umsteigen möglich, dann haben wir ja an jeder Ampel in Salzburg, und da haben wir ja doch ein paar, das Problem, dass der Rückstau, weil der öffentliche Verkehr eventuell bevorzugt wird, einfach immens groß ist. Wir stehen so schon hinterm Bus an, wenn der rausfährt. Und dergleichen, also da kommt ja der Autoverkehr mit der momentanigen baulichen Situation der Stadt Salzburg, wenn man da an der Salzach nicht verbreitert, sage und schreibe gar nicht mehr zum Fließen. Naja, der Meinung sind wir nicht. Und zwar deshalb, wenn ich so ein System implementiere, dann muss er eine Wirkung zeigen. Und das zeigt sie auch. Und ich muss mich einfach jetzt da einmal fragen, ob das Weltkulturerbe Salzburg-Altstadt dazu geschaffen ist, den Durchzugsverkehr aufzunehmen. Es gibt Studien, wonach 75% des Verkehrs durch die Innenstadt Durchzugsverkehr ist. Und ich muss mich einfach fragen, ist eine Innenstadt wirklich dazu da? Oder mache ich eine ich spreche nicht vom Sperren, eine Verkehrsberuhigung und gebe diesen Raum den Menschen zurück. Die Menschen, die dort leben oder die Stadt besuchen. Und da hat der öffentliche Verkehr ganz leicht noch. Eine Bahn, wie Sie hier sehen, braucht nicht mehr Platz als eine Busspur. Und die Busspur haben wir schon. Also warum soll ich nicht Bus und Bahn, wie in anderen Städten auch, auf einer Spur fahren lassen? Warum geht das nicht bei uns? Kann man das nicht dann mit mehr Fahrradwege vielleicht gar zusätzlich kompensieren? Alles das gibt es. Das ist ja auch ein Problem von Salzburg, dass das dann viel mehr ausgereifter gehört, oder? Naja, ich habe Ihnen ja gezeigt, ich bin der Meinung, Fußgänger, Fahrradverkehr, Straße, Schiene gehört ein Konzept her. Und das gibt es nicht. Sie haben ja gesehen, 2 Millionen Euro hat eine Stadt wie Salzburg für den Radwegeverkehr. Da frage ich mich. Aber ich muss Ihnen dazu sagen, Salzburg ist relativ eigentlich gut aufgestellt mittlerweile von Fahrradwegen. Ja, bei einem Verkehr zum Beispiel, ja, da doch noch ein bisschen mehr
fast wie gegen Windmühlen und sind da nicht so begeistert von den Konzepten. Ja, wissen Sie, solche Konzepte, egal welche, wird immer Befürworter und Gegner haben. Ja. Ich sage halt nur, wollen wir mit unserer Stadt was verändern, wollen wir den Durchzugsverkehr aus der Altstadt, ich rede wirklich nur von der Altstadt, wollen wir den dort vermindern, wollen wir die Leute in den ÖV bringen, wenn wir das alles wollen, müssen wir was ändern. Oder lassen wir es? Ich möchte einhaken, Sie müssen ein paar Unterschiede machen. Meine Geburt hat mir ganz gut gefallen. Ich sage nur, in Ihrem Konzept, bin ich zum Beispiel, habe ich überhaupt keine Anbindung, weil ich in der Stadt wohne. Ich fahre inzwischen schon mit dem Motorroller, weil es mit dem Rad so anstrengend wird, immer. Und wenn ich nach Norden fahre, Sitka Wiesen, weiß ich auch den Verkehr in der Früh. Das ist ja Wahnsinn.